Vollgeld verbietet den Banken, mit dem Geld auf Zahlungskonten zu arbeiten. Das verteuert Finanzdienstleistungen, Hypotheken und Kredite. Richtig ist, ob sich das allgemeine Zinsniveau erhöht oder nicht, liegt, wie bereits heute, vor allem an den Entscheidungen der Nationalbank. Vollgeld selbst hat keine Auswirkungen auf das Zinsniveau. Wenn sich heute Banken von der Nationalbank Geld ausleihen, zahlen sie dafür keine Zinsen. Es spielt also für sie keine Rolle, ob sie Geld selber herstellen oder sich gratis ausleihen. Deshalb gibt es keinen Grund für höhere Kreditzinsen durch die Vollgeldinitiative. Mit Vollgeld können Banken nur noch mit Spargeldern arbeiten, wenn das der Kunde ausdrücklich wünscht. Er erhält im Gegenzug Zinsen. Will der Kunde das nicht, erhält der Kunde keine Zinsen, sein Geld wird bei der Bank nur verwahrt, es ist so sicher wie im Safe, auch wenn die Bank pleite gehen sollte.